Was wollen wir mit unserem Podcast eigentlich bewirken? Wen wollen wir denn damit ansprechen? Ein jedermann, der sich danach sehnt, gut zu leben und Freude am Leben zu haben und möglichst wenig zu leiden. Was die Lebenspraxis angeht, die Weisheit, wie man gut leben soll, ja, das glaube ich, ist alles schon gesagt. Es wird nur immer wieder vergessen und deshalb ist es wichtig, an die Erfahrungen anderer Generationen anzuknüpfen. Wir müssen nicht immer, sagte mal ein griechischer Philosoph, von null anfangen, das Leben neu beginnen. Wir können durchaus von den Erfahrungen anderer profitieren. Was wir nicht wollen, um auch das zu sagen, sind akademische Diskussionen. Also es geht uns nicht darum, Texte bis ins Letzte zu interpretieren, sondern eigentlich wirklich die praktische Philosophie, die Anwendung der antiken Philosophie auf das Leben. Damals war man sich eigentlich einig, der Mensch möchte glücklich leben, er möchte möglichst wenig Schmerzen, möglichst wenig leiden und so das Gefühl haben, es war eine gute Zeit, es war ein erfülltes Leben. Ich denke, das ist auch heute bei den Menschen nicht anders der Fall. Mal so ein paar Stichworte zu geben, um die es gehen soll. Thema Minimalismus, Authentizität, es geht um Loslassen, weniger ist mehr, Unabhängigkeit. Es gibt drei Ebenen, auf denen wir dazulernen können. Der Umgang mit der Welt, mit dem Schicksal, der Umgang mit anderen Menschen und der Umgang mit sich selbst. Aus diesen drei Quellen kommt das Glück, kommen aber auch die Probleme. Kann ein Philosoph eigentlich Fleisch essen? Pythagoras hat gesagt, nein, weil die Seelen wandern von Körper zu Körper und sind auch in Tierseelen drin. Wenn man von dem mal absieht, also ich esse Fleisch, aber ich muss sagen, mit schlechtem Gewissen. Gelassenheit, innere Ruhe, Zufriedenheit, das sind alles Themen, die bei uns als ideal sozusagen diskutiert werden oder aber halt der Weg dahin. Die Wurzel von all dem ist eigentlich, dass man mit sich selbst im Reinen ist.